Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Videobeitrag geht es um das Thema Outdoor-Shooting on Location bzw. die Bildbearbeitung und Entwicklung im Nachgang. Denn es kamen immer mal wieder Fragen auf, wie läuft das bei dir ab, was machst du, wie viel Arbeit steckt denn in der eigentlichen Bildentwicklung und so weiter und so fort. Und dafür haben wir euch einen kleinen Videobeitrag im Schnelldurchlauf vorbereitet. Der Ingo Pape hat mich mit seiner Kamera begleitet, hat ein paar Videosequenzen aufgenommen und im Nachgang seht ihr dann die Entwicklung vom Ausgangsmaterial zum fertigen Bild. In diesem Falle habe ich das Bild in Lightroom entwickelt, habe auch schon die erste Farbvorwahl getroffen, um den ersten Look festzulegen, habe es dann in Photoshop übergeben und dort dann die Retusche und das Finish gemacht. Das habe ich, wie gesagt, im Schnelldurchlauf für euch, weil die Bearbeitung eindeutig zu lang gewesen wäre, um das komplett durchzulaufen. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. In diesem Sinne, habt viel Spaß, schaut mal rein und wenn noch Fragen sind, einfach unten drunter posten.
Thank you.